Sehr wahrscheinlich fällt heute die Entscheidung über die Frage, ob die Fed im Dezember die Zinsen senken wird, denn wir haben nur noch heute als wichtige Daten eben die US-Arbeitsmarktdaten. Einerseits von denen Paul gestern, am Dienstag war es, als er sagte, ja, das sind die besten Daten, die wir haben. Also Paul scheint sich auf diese Daten zu verlassen, die aus meiner Sicht total unzuverlässig sind. Warum, will ich gleich zeigen nochmal. Und dann haben wir nächsten Mittwoch noch die Inflationsdaten und Paul hatte sich ja am Dienstag in diesem Gespräch in New York ziemlich klar geäußert und gesagt, ja, Wirtschaft ist besser, als wir im September gedacht haben, Arbeitsmarkt ist besser, als wir im September gedacht haben, Inflation ist ein Ticken höher, als wir im September gedacht haben, also eigentlich eine ziemlich klare Botschaft, also mit der Zinssenkung, das könnte eng werden, liebe Enthusiasten des Aktienmarktes, aber der hat sich dafür nicht interessiert, gesagt, ja gut, ne, machen wir mal weiter, weil es ist ja alles so bullisch, wenn Donald reinkommt ins Amt und wir wollen uns das Setup für den heutigen Handelstag, für die Daten heute mal anschauen, startend eben mit diesen US-Arbeitsmarktdaten. Konsenserwartung ist der 202.000. Aber es gibt andere, wie die Bank of America, die sagen, also wir erwarten 240.000, weil vielleicht auch eben Sondereffekte hier eine Rolle spielen könnten. Wir hatten ja die Vormonatsdaten bei nur 12.000. Da haben manche gesagt, ja, Hurricanes und so weiter. Aber genau konnte man das nicht quantifizieren, wie viele Jobs da möglicherweise dann nicht entstanden sind wegen der Hurricanes. Aber dann kann es einen Nachholeffekt geben. Das heißt, du hast dann praktisch einen verzögerten Effekt, das, was dann im Vormonat nicht passiert ist, möglicherweise aufgrund des Wetters, kann dann nachgeholt werden, sodass das Potenzial da ist aus Sicht einiger, dass das besser ausfallen wird, dass die Daten also besser ausfallen werden. Und eine Geschichte ist sehr, sehr wichtig. Sie sehen hier Government Payrolls ganz unten, diese 40.000. Und jetzt ist zu erwarten, dass in den USA Ähnliches passiert wie in Deutschland. Wenn eine Regierung sich verabschiedet, was macht sie dann? Sie bringt ihre Günstlinge gern nochmal in Lohn und Brot. Das sehen wir hier mit der Bundesregierung, wo SPD und Grüne massenhaft Leute nochmal in den Staatsdienste vor allem reinschleusen und damit ein Dankeschön sagen, gell, und du bist auch gut versorgt. Und das passiert natürlich auch in den USA mit der Biden-Administration, die nochmal versuchen dürfte, eben jetzt irgendwelche Leute in Ämter zu hieven, damit die auch weiter Einfluss ausüben können, möglicherweise selbst unter einer Trump-Administration. Also das wird die Wildcard, könnte man sagen, diese 40.000 Stellen. Wir hatten da immer wieder Überraschungen in letzter Zeit, die vor allem nach oben gerichtet waren. Wie werden jetzt eben diese Daten wahrgenommen? Wir sehen derzeit die Wahrscheinlichkeit 71%, dass die Fed die Zinsen senkt. Also man sieht es als wahrscheinlich, aber eben nicht als sicher. Denn 29%, dass dem nicht so ist, ist doch ein erhebliches Potenzial. Nicht sehr wahrscheinlich, aber eben alles andere als ausgeschlossen. Zumal wir eben nur noch diese CPI-Daten dann am Mittwoch haben. Und ja, wir hatten ja zuletzt einen Regime-Change, könnte man sagen. Vor einiger Zeit war es noch so, gute Daten sind eher schlecht, weil das bedeutet, die Fed wird die Zinsen nicht senken. Inzwischen sind die Märkte so eingestellt, dass sie sagen, ja, die Fed wird ja die Zinsen so oder so senken, deswegen sind gute Daten umso besser. Dann haben wir Zinssenkungen plus Soft Landing oder No Landing ist optimales Goldilocks-Szenario. Aber was ist, wenn das eben nicht so ist? Wenn also die Märkte diese Zinssenkungserwartungen auspreisen müssen, dann wären gute Daten schlechte Daten faktisch für die Märkte und müssten eben einiges rauspreisen, einiges rausrevidieren. Und so ist eben die Frage, die hier stellt, we have returned to bad data is good for stocks, also gute Daten, schlechte Daten wären gut für die Aktienmärkte, so sagt es Goldman Sachs hier, schlechte Daten aus der Konjunktur, also positiv für die Aktienmärkte und gute Daten schlecht für die Aktienmärkte, weil eben die Fed dann weniger die Zinsen senken könnte, dürfte, denn Paul hat es ja gesagt, die Wirtschaft ist in einem sehr guten Zustand.
Downside risk appeared to be less in the labor market. Also man hatte sich ja Sorgen gemacht über den Arbeitsmarkt. Kannte Paul am Dienstag, als er diese Aussagen gemacht hat, bereits die heutigen Daten? Das ist die Frage. Was war Dienstag? Heute ist der 6. War das praktisch der, gestern war dann der 5. Das war Donnerstag. Dann müsste das der 3. gewesen sein. Also auf jeden Fall könnte es schon sein, dass die Datenerhebung abgeschlossen war und dementsprechend Paul schon informiert war. Und das wäre dann eine ziemliche Warnung, zumal er dann eben auch noch gesagt hat, die Inflation ist ein Ticken höher als erwartet. Also ziemlich eindeutige Botschaft. Wie gesagt, die Märkte haben überhaupt nicht drauf reagiert. Analysten reagieren so, die sind sehr, sehr eng beieinander bei der Zahl der neuen Stellen. Und das, obwohl eigentlich das Unsicherheitspotenzial aus meiner Sicht sehr groß ist, wegen eben diesen Sondereffekten, Hurricanes im Vormonat, Schnipp und Schnapp. Also wir sehen, die Medianschätzung 220.000, durchschnittliche Schätzung 217, die höchste 284, die niedrigste 150. Also das ist vergleichsweise eng beieinander. Jetzt die Frage, wie reagieren die Märkte? Goldman Sachs sagt, okay, gute Daten, Sell-off. JP Morgan sagt, gute Daten, Big Rally, weil dann eben ja alles so toll ist und die Fed vielleicht trotzdem die Zinsen senkt. Das ist eben jetzt die Gretchenfrage, die zu beantworten ist. Aber erstaunlich eben auch, dass Paul hier am Dienstag diese US-Arbeitsmarktdaten als der beste Indikator, den man habe, bezeichnet hat. Und das vor dem Hintergrund, dass ja kürzlich 838.000 Stellen sich als nicht existent erwiesen hatten, plus noch obendrauf etwa 400.000 Stellen der Revisionen der Vormonate, also 1,2 Millionen Jobs haben gar nicht existiert. Das ist eine ziemliche Menge Holz, das zeigte, dass im Prinzip ein Drittel dieser Stellen um und bei, jetzt mal grob überschlagen, überhaupt nicht existiert, die hier gemeldet wurden. Und da sind also sehr, sehr gute Daten, meint Paul. Das zeigt, dass man da vielleicht so ein bisschen, naja, entweder absichtsvoll oder man kann sich eigentlich nicht so vorstellen, dass Paul so doof ist. Also was steckt dahinter? Das ist die Frage, was da passiert. Insgesamt, wenn wir uns den Arbeitsmarkt mal anschauen, dann sehen wir, ja, da gibt es schon einige Bremsspuren, muss man klar sagen. Nicht nur die Tatsache, dass vor allem Migranten diese Jobs bekommen haben, also nicht Native Americans, sondern eben zugereiste, zugroaste, wie man sagt in Bayern. Und hier sehen wir mal, dass eben die Job Openings deutlich runtergekommen sind. Hier blau, jetzt hatten wir bei den Joels etwas bessere Zahlen gehabt, bei ADP schwächere Zahlen, ADP Arbeitsmarktbericht. Wir sehen unten gelb hier, dass die Layoff Rate, also sozusagen die Entlassungsquote, ziemlich konstant bleibt. Also es gibt da noch nicht den Beginn von größeren, wirklich signifikanten Entlassungen, die in Deutschland wahrscheinlich jetzt bevorstehen. Hier sehen wir, dass auch zum Beispiel immer mehr Amerikaner länger arbeitslos sind, für mindestens 15 Wochen. Diejenigen, die arbeitslos werden, da sind 40%, die mindestens 15 Wochen arbeitslos sind. Das ist ein klarer Aufwärtstrend. Also wir sehen, es wird schwieriger schlichtweg einen Job zu finden und wir sehen das auch in der sogenannten Hiring Rate, also der Anzahl der Einstellungen in Relation zum gesamten Arbeitsmarkt, die geht konstant nach unten. Das heißt, es ist zwar noch keine wirkliche Entlassungswelle zu beobachten, aber es wird dennoch schwerer, einen Job zu finden. Es ist nicht mehr so einfach, dass diese Jobs auf den Bäumen wachsen in gewisser Weise. Man ist also in so einem Abwartezustand seitens der Unternehmen. Entlassen wollen wir nicht, weil wir haben noch Trump und alles wird gut, aber einstellen vielleicht, warten wir noch ein bisschen. Also das scheint so der Zustand zu sein. Kommen wir noch zu Bitcoin und den von mir so geliebten Bitcoinistas, die ja sagen, wer nicht glaubt, der nicht versteht. Bitcoin heute Nacht unter Druck mal eben 8.000 Dollar gefallen in 90 Minuten auf 92.000, hat sich dann aber wieder erholt in Richtung 98. Vielleicht schlechtes Omen, es kam gestern schon im Heute-Journal, dass Bitcoin die 100.000er-Marke geknackt hat. Jetzt hat Trump David Sacks als AI und Crypto-Czar nominiert. Also der soll aufpassen,
dass das mit den Kryptos super läuft, gell, und mit der KI sowieso. Also Vorherrschaft der USA in diesen Bereichen, auch in Sachen Krypto. Was das genau bedeutet, werden wir dann noch sehen müssen. Insgesamt Euphorie an allen Ecken und Enden. Ich hatte gestern gezeigt, Gold, Bitcoin wird Gold ersetzen als Reserve. So hat es eine Investmentbank geschrieben, eine andere. Bitcoin wird auf $200.000 steigen nächstes Jahr. Jetzt denkt man sogar, es wird auf $128.000 steigen, laut Kalshi, der Wettplattform. Und es gibt sogar eine 10% Chance, dass Bitcoin noch in diesem Jahr, also jetzt in diesem Dezember noch, dann auf 150.000 steigen wird. Also man hat schon pessimistischere Zeiten erlebt in Sachen Bitcoin. Was passiert mit der EZB? Da steigt auch der Pessimismus in Sachen Wirtschaft, aber der Optimismus in Sachen Zinssenkungen. Hier sehen wir mal einen Vergleich. Umfrage im Oktober unter Analysten, Umfrage jetzt im Dezember. Da erwarten immer mehr jetzt, dass die Geldpolitik der EZB bald accommodative sein wird, also unterstützend sein wird. Immer weniger gehen davon aus, dass sie restriktiv sein wird. Immer weniger auch, dass sie neutral sein wird. Also man erwartet vieles jetzt von der EZB und die Wirtschaft gibt es her in Deutschland. Da sehen wir jetzt, dass die Leute langsam so ein bisschen merken, mit der Wirtschaft geht es echt bergab. Das könnte auch für mich eng werden. Deswegen ist vor allem die Gericht das wichtigste Problem jetzt die Wirtschaft mit Abstand. Das ist ein Riesensprung gewesen. Dann kommt Zuwanderung, bewaffnete Konflikte. Umweltschutz ist sehr, sehr stark abgestürzt. Und das ist vielleicht mal so eine Art Wake-up-Call auch für die Politik, dass hier Wirtschaft jetzt wirklich etwas Wichtiges ist. Wir haben heute die Industrieproduktion aus Deutschland gesehen. Wieder eine Enttäuschung, -1% statt +1% erwartet. Und es geht weiter bergab. Bloomberg titelt dann auch, Rezessionsrisiko in Deutschland steigt. Ich glaube, wir sind schon in einer Rezession. Der große Schmerz kommt erst noch, wenn dann zum Beispiel Konzerne wie VW und so weiter, also die großen Player am Markt in Sachen Industrie, wenn die beginnen, Leute zu entlassen, dann hast du die Folgepleiten bei den Zulieferern und so wird das Ganze sich dann mit einem Dominoeffekt durchwälzen. Javier Blas weist auf einen Artikel in Nature hin, die ja gemeinhin jetzt nicht als, ich sage mal, rechtsnational gelten, um es einmal so zu formulieren. Und die sagen, also wenn nichts passiert, dann wird diese europäische Klimapolitik wahrscheinlich in mehr Protection, Taxation und Coercive Actions enden. Also man fürchtet im Grunde eine restriktive, auch geistig Meinungsfreiheit einschränkende Politik. Haben wir bereits ja schon erste Anzeichen dafür, vor allem aber eben hier die fiskalische Situation, die dann immer schlechter wird für die Leute. EU must reset its Green Deal. Also das kommt von Nature, die Forderung. Denkt nochmal über diesen Green Deal nach, der ja von der EU unter Uschi von der Leyen maßgeblich gepusht wird, dann über Institutionen wie die EZB weitergetragen wird. Die schaffen damit reale Wirtschaftspolitik. Und reale Wirtschaftspolitik war ja dann auch das Fake-Gutachten des Wirtschaftsministeriums über das AKW aus. Hier sagte Johannes Winkel, das war eine vorsätzliche Sabotage am Wirtschaftsstandort Deutschland. Ja, es ist zumindest jetzt keine Stärkung des Standorts. Wir hatten gesehen im November Dunkelflauten. Das kennen inzwischen auch die Amerikaner und die Engländer. Dunkelflaute. Da wissen die, nix Sonne, nix Wind, gell? Und dann plötzlich Stromproblem in Deutschland. Der RWE-Chef mit der Aussage, oh, wäre das Mitte Januar passiert, dann wäre Stromversorgung nicht gesichert. Wir werden sehen, ob das noch auf uns zukommt. Mögliche Brownouts, also Runterdämmungen, kein Blackout vielleicht, aber Runterdämmung. Ihr könnt jetzt leider nicht produzieren, liebe Firma X, weil wir müssen hier Strom sparen, weil wir nicht so viel davon haben. Und das vor dem Hintergrund, dass wir also jetzt immer mehr Atomstrom einkaufen wie noch nie. Die Exporte oder die Importe aus Frankreich sind so nach oben gehend. Insgesamt die Stromimporte ganz klar nach oben gehend, seit wir aus den AKWs ausgestiegen sind. Damit machen wir genau das Gegenteil dessen, was die andere Welt macht, die natürlich als Geisterfahrer unterwegs sind. Nochmal zu den Arbeitsmarktdaten heute als Empfehlung, meine Damen und Herren. Hier alles, was Sie dazu wissen müssen, 14:30 Uhr.
gerne weiterempfehlen über Social Media. Und jetzt hier noch eine Aktion. Wir haben ja diese Fugmans Trading Woche. Das ist ein Börsenbrief, wo wir versuchen rauf und runter zu spielen. Ob long, ob short, welches Asset auch immer. We are looking for chances, nicht wahr? Und sind frei von Ideologie. Im Gegensatz zu den Bitcoinistas, gell? Das ist eine einzige Ideologie. Da kann man, wenn man da sagt, wir sind Bitcoin long gegangen, dann kriegst du Schimpfe. Was? Du hast doch, warst du immer so kritisch? Wie kannst du nur? Und so weiter. Leute, es ist halt Trading. Und da sind wir bislang auf einem sehr, sehr guten Weg. Und normalerweise kostet ein Abo für diese Fugmans Trading Woche 297 Euro. Wer aber jetzt entweder dieses Video liked, einen Kommentar schreibt unter diesem Video, zweiter Punkt, oder dritter Punkt, vor allem diesen Kanal abonniert, ich rufe ja eigentlich sonst nie dazu auf, der bekommt oder wird ausgelost, um hier eben ein Jahr kostenfrei diese Fugmans Trading Woche zu bekommen. Schreibt einfach eine Mail an mail@finanzmarktwelt.de, wo ihr sagt, ich habe abonniert oder ich habe kommentiert. Vielleicht dann noch ein Screenshot oder irgendwie oder den Kommentar oder das Abonnement. Aber ich glaube es euch meistens auch so. Und dann werden wir unter diesen Einsendungen, wie gesagt, an mail@finanzmarktwelt.de werden wir das Ganze verlosen und dann den glücklichen Gewinner bekannt geben. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.